Ja, hi Leute, ich grüße euch und zu einem neuen Video bei mir und diesmal Gott sei Dank kein Unboxing, wie versprochen. Endlich mal das Video zu meiner Smartwatch, zu der Fossil. Das sieht ihr am Titel oben und ich habe es euch ja versprochen, dass ich ein 30-Tage-Fazit dafür bringe. Es ist nun leider so, es ist ein 60-Tage-Fazit geworden eigentlich, weil bei mir war privat ziemlich viel los. Ich musste einfach die Aufnahmen immer wieder ja, an bestimmten Zeiten einfach verschieben und konnte nicht am Stück ein, zwei Tage mal durchfilmen, dass ich alles im Kasten habe. Noch dazu, das Wetter, die Wetterbedingungen waren jetzt nicht so toll und deswegen haben wir gedacht, Mensch, ich mache jetzt für euch jetzt einfach einen kleinen Clip dazu. Da in dem Clip kommen eben die besten Features für mich, was ich verwende von dieser Smartwatch oder für mich eigentlich ans Herz gewachsen sind inzwischen. Weil das muss ich echt sagen, also das ist in meinem Alltag gut integriert worden inzwischen. Und da habe ich mir gedacht, da mache ich jetzt einen kleinen Clip für euch. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Und zum Schluss gebe ich noch ein kurzes Fazit, was denn so, ja, meine Empfehlung oder ich sage einfach mal das Fazit nochmal von mir. Also, dann mal viel Spaß mit meinen Features, die ich persönlich am besten finde. Erstmal eine kurze Übersicht über die Spezifikationen der Fossil Q Venture der vierten Generation. Eine Herzfrequenzmessung, das GPS, es ist wasserdicht. Natürlich Benachrichtigungen, hat den Prozessor Qualcomm Snapdragon Wear 2108 und 4 GB Speicher. Natürliches Android ist drauf, das AMOLED-Display ist 1,4 Zoll groß, hat auch einen Active Standby-Modus. Bluetooth an Bord, ca. einen Tag hält der Akku, die Gehäusegröße bemisst sich ungefähr 40 mm, im Lieferumfang ist die Schnellstartanleitung und das Induktionsladegerät. An Sensoren findet ihr den Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, das Gyroskop und den Herzfrequenzsensor. Akkulaufzeit. Die Uhr ist mit dem mitgelieferten USB-Kabel in ca. 45 Minuten aufgeladen. Nach 25 liegt er bei 60% und weiteren 20 Minuten war er komplett geladen. Leider hält der Akku aber nur einen Tag durch, wobei es sogar dafür zwei verschiedene Varianten gibt. Bei großer Beanspruchung hält er leider nur bis kurz vor 20 Uhr. Bei sehr geringer Beanspruchung war der Akku abends sogar noch bei ca. 50%. An dem Tag hatte ich aber nichts weiteres gemacht mit der Uhr als nur die Uhrzeit abgelesen. Liegt der Akku abends bei rund 25% und man legt die Uhr ohne Ladekabel ab, hatte es sogar noch 20% Saft am Morgen. Bedeutet, bleibt die Uhr nachts im Ruhemodus, verbraucht sie relativ wenig Strom. Überraschenderweise hält der Akku bei der Funktion Display Always On doch ziemlich lang, aber nur, wenn man mit der Uhr keine großen und langen App-Aktionen tagsüber durchführt. Benachrichtigungen. Meine Fossil ist über Bluetooth mit meinem Smartphone verbunden. Vorausgesetzt, ich habe bitte nicht störend deaktiviert, informiert mich ein sanftes Vibrieren der Uhr über WhatsApp, Telegram, Twitter, Gmail, sprich über alle Push-Nachrichten, die ich in meinem Smartphone so am Laufen habe. Will ich antworten auf eine Nachricht aus WhatsApp oder Telegram, dann öffnet sich eine Übersicht mit verschiedenen Möglichkeiten je nach Dienst. Fein finde ich die Emojis für die Chatdienste. Macht ziemlich viel Spaß von Orten aus, wo man gerade sein Handy nicht dabei hat. Zudem zeigt es auch Bilder aus den Chatdiensten an. Zwar klein, aber immerhin kann man etwas erkennen. Fitness-Tracker. Für mich eher für die kurze Zwischendurchbewegung wie schnelle Spaziergänge, Gang zum Bäcker, Tanzen, Workout und Pilates zu Hause. Es motiviert doch mit Cardio-Punkten und Zeit-Tracking. Der Zugriff ist einfacher und schneller am Handgelenk, als ständig ein Smartphone mit dabei zu haben, um dort die App zu starten. Leider ziehen die Aktivitäten ziemlich am Akku und lässt die Uhr bei mehrmaligem Tracking schneller entladen und hält somit nicht den ganzen Tag durch. Für meine persönlichen Aktivitäten reicht es jedoch gut aus. Mit an Bord ist ein Pulsmesser. Er ist meines Erachtens genauer als der eines billigen Fitnessarmbandes, was aber nicht ganz schwierig sein sollte. Die Uhr gleicht eher einer zeitlos klassischen Uhr als einer riesen Fitnesstechnikuhr, was mir besonders gut gefällt. Ob sie sich als reine Fitnessuhr bewährt, kann ich leider nur bedingt bejahen. Ich habe ja leider keinen großen Vergleich hierzu, außer zu billigen Fitnessarmbändern. Diese schlägt die Fossil Smartwatch bei weitem.
Ich kann sogar mein Smartphone zum Tracken eines Spazierganges zu Hause lassen, dank integriertem GPS, und die Daten werden sofort gespeichert. Später koppelt sich die Uhr wieder mit dem Smartphone und überträgt automatisch die Aufzeichnungen. Dazu habe ich nichts weiterhin zu unternehmen. Musik hören. Der Hersteller verspricht auch, dass man unterwegs über ein Bluetooth-Headset ohne Smartphone Musik hören kann. Musik speichert man einfach und schnell über Google Play Music. Dabei kann man auch eigene MP3-Dateien hochladen. Weitere Funktionen gibt es leider nicht unter Play Music, was mir schleierhaft ist. Im Gegensatz zur neu vorgestellten App von Spotify für Wear OS. Diese bietet alle Funktionen der herkömmlichen Fernsteuerung und kann an allen Soundquellen ausgegeben werden. Musik zu speichern, um dies an den Kopfhörer zu übertragen, ist leider noch nicht möglich. Yeah, NFC für Google Pay. Zum Einsatz der Bezahlfunktion Google Pay ist die Einrichtung auf dem Smartphone nötig. Die Bezahlung geht nur, wenn die Uhr am Handgelenk sitzt und entsperrt wurde. Nimmt man sie ab, wird sie gesperrt und eine Bezahlung darüber ist nicht mehr möglich. Ein besonderes, tolles Feature, wie ich meine, und ich gerne verwende für eine schnelle Bezahlung. Wasserdicht? Ich will meine Smartwatch ehrlich gesagt nicht mit in den Pool oder in die Dusche nehmen, schon gar nicht mit dem jetzigen Armband aus Leder. Obwohl laut Hersteller das hochwertig verarbeitete Edelstahlgehäuse wasserdicht ist und das mit bis zu 3 ATM. Das AMOLED-Display ist hervorragend und selbst bei sonnigem Licht noch gut abzulesen. Hunderte von Ziffernblättern stehen online im Google App Store bereit zum Download, um sich seine Uhr zu individualisieren. Das eine oder andere ist schon mal schick, wobei die Linie der Auswahl oft in Richtung maskulin-sportliche Ziffernblätter tendiert. Ich finde es dennoch fantastisch, sich seine Smartwatch passend zum Outfit zu gestalten. Zudem könnte man je nach Stimmung auch Lieblingsfotos aus Facebook oder Instagram als Ziffernblatt speichern. App Store für Google Wear. Das waren nur die Standard-Apps und Funktionen, die mit der Smartwatch von Fossil oder mit jeder anderen Smartwatch mit Google Wear möglich sind. Im eigenen App Store für Google Wear gibt es noch eine Menge anderer Apps, sogar Games und vieles mehr. Zeit, sich damit mal in Ruhe zu beschäftigen und durchzustöbern. Zeit braucht man auch, sich mit dem Google Assistant anzufreunden, der auch per Spracheingabe funktioniert. Denn nicht immer reagiert er sofort. Wenn, dann ist es schön, sich Wetter und andere Infos anzeigen zu lassen und sich sogar über die Watch navigieren zu lassen. Ja, jetzt habt ihr meine Features gesehen, die ich persönlich für den Alltag wirklich hervorragend finde und an die ich mich wirklich gewöhnt habe, muss ich schon sagen. Also bis auf den Akku. Auf den Akku, ja, das habe ich schon erwähnt kurz vorhin. Der bräuchte einfach ein bisschen mehr Saft und Durchhaltevermögen. Also das ist eigentlich, sage ich mal, ein größerer Nachteil an der Uhr. Wobei ich mich daran gewöhnt habe, dass ich es abends immer hinhänge. Also man kann sich daran gewöhnen. Es ist jetzt nicht ein No-Go für mich jetzt. A Must-Have ist die Uhr auf jeden Fall für mich geworden, weil ich finde, ja, es ist zwar eine Spielerei, aber es ist einfach schick. Also ich finde es toll, mir gefällt die relativ gut. Und ja, ich verwende die Features wirklich täglich, muss ich sagen. Und ich wechsle die Uhr fast gar nicht mehr. Zu meinem Bedauern eigentlich für meine anderen Uhren, die jetzt in der Schublade liegen müssen. Ja, vielleicht ändert sich das auch wieder mal, dass ich sage, okay, ich kann sie gar nicht mehr sehen. Aber wie gesagt, momentan liebe ich sie und würde sie auch nicht mehr hergeben wollen. Der Preis ist natürlich ein bisschen bei 300 Euro für jeden vielleicht jetzt nicht so eine Grenze. Wobei ich sagen muss, also ich gebe für sowas gerne Geld aus, weil es einfach irgendwie was Besonderes ist. Und deswegen denke ich mal, ja, im Moment, würde ich es eigentlich schon kaufen. Ich habe es geschenkt bekommen, aber ich würde es wirklich ausgeben, das Geld, weil mir einfach das drumherum einfach alles komplett, ja, sehr gut gefällt und ich damit sehr gut zurechtkomme und deswegen würde ich es auch, ja, sag ich mal, kaufen. Mit dem Wechsel nochmal, ja, wie gesagt, also meine anderen Uhren liegen in der Schublade, leider, wobei das jetzt auch in Ordnung ist. Ändert sich vielleicht nochmal, wir werden sehen. Könnt ihr mir noch in den Kommentaren erzählen, welche Uhr vielleicht ihr in Verwendung habt, auch eine Smartwatch oder auch nicht, oder warum ihr sagt, nee, brauche ich jetzt nicht. Aber wie gesagt, also es ist Geschmackssache, es ist nicht für jeden das Ding, denk mal, ja. Erzählt es mir einfach in die Kommentare, da freue ich mich drauf. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche und bis dann. Ciao!